Herzlich willkommen, meine Freunde. Hier sind wir im Draft für das zweite Spiel zwischen Navi und Fnatic. Wir haben ein bisschen länger gebraucht, aber das ist gar kein Problem. Das erste Spiel unglaublich. Fnatic schlägt Navi in ihrem ersten Spiel dieser Group Stage für den dritten International. Fnatic gegen Navi, Draft unterwegs. First Pick Navi mit mir natürlich, wie immer, Saga 9, der vielleicht für, oder höchstwahrscheinlich für das, ich glaube, dritte Spiel heute Navi gegen Mausboard seinen eigenen Stream aufbauen wird. Denn für all euch deutschsprachige Dota 2 Enthusiasten, das ist ein Spiel, das ihr auf gar keinen Fall verpassen wollt. Ich bin leider gebunden, darf es nicht tun, aber Saga wird sein Bestes tun, um es auch hier für die Leute auf der Dota LAN in Kassel zu bewerkstelligen, dass wir dieses Spiel auch gecovert bekommen. Also später auf Saga Stream, dazu später auf jeden Fall noch mehr. Erstmal interessiert uns hier dieser Draft. Naga und Darkseer Bann von Navi. Während wir den zweiten Bann von Fnatic abwarten, Saga, das erste Spiel, du hattest gerade deinen guten Freund Sky hier von Übelst Gaming, hat es ihn auch gefragt, was er da von dieser Itemwahl halte. Und ich glaube auch, dieser Item-Choice auf dem Provost, es fühlt sich so an, als ob Gyro einfach in einer Situation war, und das sehen wir bei Dota öfters, dass ein Held einfach zu viel zur gleichen Zeit braucht. Er braucht irgendwie diese Evasion, um gegen Nykes zu überleben. Er braucht gleichzeitig aber auch Damage, weil er die einzige Quelle ist. Und das ist dann irgendwie so ein Tod, den er irgendwie sterben musste. Es hatte sich nur die Frage gestellt, welcher Tod wäre der schlauere gewesen? Also, erstmal an dieser Stelle wichtig zu sagen, dass wir haben ja hier ein direktes Matchup gehabt von, ich glaube, Nykes und Gyrocopter, da kann man hier fast gleichsetzen. Was Nykes macht, im Gegensatz zu Gyrocopter, ist, er braucht drei Items und er ist ultra stark und die drei Items kriegt er gefarmt. Drums, Faceboots und Armlet braucht er. Dann macht er einen Gyrocopter kaputt. Er geht in Rage, das heißt, er hat quasi seinen BKB-Ersatz, den braucht Gyrocopter. Und der trägt nicht zu diesem Burst-Damage bei, den er haben will. Was Gyrocopter aber hat, ist ein Farm-Mechanismus, der, je später das Game ist, der kann dann alles abfarmen. Der kann zum Beispiel Ancients viel schneller farmen als sein. Nykes unter anderem, er kann Creepwaves in Sekundenschnelle farmen, irgendwo anders in TPen. Er kriegt schneller seine Items, aber was Fnatic gemacht hat, ist genau dann anfangen zu drücken, wenn Nykes diese Items hat und Gyrocopter war nur noch auf seiner BKB. Und in dem einen Fight, wo er schon Face Drums Armlet hatte, hatte Gyrocopter noch nicht mal eine BKB. Von daher hat Fnatic da ganz genau gewusst, was die kritische Schwelle ist. Sie haben Navi diese kritische Schwelle nicht überschreiten lassen, konstant Druck gemacht und die dann im Keim erstickt. Und wir sehen hier interessante Bands, interessante Picks. Guck mal, Fnatic sofort wieder Nykes. Der wurde gerade eben First Pick. Sie lieben den Hero und ändern den nicht. Werden nicht irgendwie paranoid oder lassen sich nicht irgendwie auf Shenanigans von Gegnern ein. Sie picken das, was sie geil finden, und Nykes einer davon. Aber Batrider First Pick von Navi, wow. Auf jeden Fall, da haben sie eine starke Antwort. Und jetzt, wo du gerade über diese Dragon Knight Lifestealer Kombination, die ja jetzt in diesem Spiel auch möglich ist, aber der Weaver wird erstmal gepickt. Gyro, ein Held, der diese beiden Aufgaben in sich vereint oder vereinen kann und vereinen muss, wenn er wirklich Erfolg haben möchte. Fnatic trifft die Entscheidung, diese beiden gesonderten Aufgaben zu delegieren. Tankiness, bisschen Initiation, Dragon Knight und der Schaden und dieses Hinunterfokussen, Herauszonen von einem Gegner im Teamfight an den Nykes. Und es scheint irgendwie so, dass dieses sich verlassen auf mehrere separate Einheiten sehr, sehr gut für Fnatic funktioniert. Wobei Navi scheinbar nicht in der Lage war, dadurch, dass sie halt beide Aufgaben in einem Helden vereinen, hätten sie halt in der Theorie einen Pick mehr, um sozusagen das Lineup noch vielseitiger zu gestalten. Aber es war nicht vielseitig genug. Sie haben sich durch ihren Draft nicht diesen großen Vorteil erbauen können. Und natürlich viele Ingame-Situationen haben auch noch dafür gesprochen. Also nur diese zwei unterschiedlichen Herangehensweisen an dieses erste Spiel, die beiden Teams gewählt haben, finde ich extrem interessant. Weaver Lifestealer. Es ist irgendwie Lifestealer, der Carry of Choice seit Monaten, und Weaver der seit ein, zwei Monaten am Trenden ist, einfach beide mal direkt hintereinander weggepickt. Ganz genau so ist es. Und man kann sich nicht helfen, man muss an das erste Game denken, was wir gecastet haben, nämlich gestern Rattlesnake gegen Quantic. Da war die Weaver gegen einen Batrider, einer der besten Heroes, wenn er Lincolns hat. Batrider kann ihn nicht instant jumpen. Und was auch wichtig ist, was Fnatic vielleicht sogar noch picken will, ist eine kleine Wand, wo er sagt, okay, pass auf, ich symbolisiere mit dieser Wand gerade die Grenze, die ich vorstoße. Und der Batrider muss von der Seite kommen, er kann nicht frontal auf einen DK und den ziehen, das wollen sie. Der DK kann dieses Lasso überleben, danach seine BKB poppen und danach kann das Team nachrücken. Das Lasso ist quasi nichts wert, also wenig wert. Und das könnten sie gleich noch picken, das müsste dann bei Navi bei den Bands gleich rausgehauen werden. Aber mit der Weaver haben sie einen der safesten Splitpusher, wenn es darum geht, dass Batrider den nicht outtaken kann. Nykes ist ein bisschen anders. Nykes, wenn er seinen Rage nicht rauskriegt und wenn nach dem Lasso ein Stun kommt, sieht die Geschichte wieder ein bisschen anders aus. Der ist ein bisschen anfälliger auf Lasso. Aber Weaver, wenn er ein frühes Lincolns kriegt, dann kann er die Base einreißen von Navi. Ja. Ohne dass sie großartig antworten können. Absolut. Und eine Sache, die ich hier gerade sehe in diesem Rubik-Pick, ich sehe eigentlich Kuros Gesicht und
Der Junge weiß ganz genau, wie er gegen Linken 4 spielt. Wenn es einen gibt, dann ihn. Und er hat die Telekinese. Er hat die Nuke, er hat seinen Stil. Und ich glaube, das war die Sorge von Navi. Sie brauchen etwas, um Weaver zu kontrollieren. Und die müssen einen Helden haben, der viele Spells hat, die Single-Target sind, die gute Range haben, damit diese Initiation ein bisschen leichter ist. Weil es wird sehr oft darauf ankommen später, dass Weavers Linken 4 geblockt wird. Kuro nannte das halt um die herumspielen, um die Linken 4, wenn man es schlau anstellt. Und du zeigst es gerade auf dem Bildschirm. Du siehst da gerade etwas, das du sehr interessant findest. Nämlich der DK-Ban. Das ist genau das, was Navi sich auch gerade gedacht hat. Den wollen sie raushaben aus diesem Game. Und Rubik, übrigens, du hast gerade auf Weaver gesagt, man kann es alles, was du gerade gesagt hast, perfekt verallgemeinern. Es gilt nämlich alles auch für Nykes. Nykes kriegt sein Rage womöglich nicht raus. Ein Instant-Stun ohne großartige Animation. Was gibt's Besseres, um sowas wie Shukuchi oder Rage zu überbrücken, wenn ein Nachstun nachkommt oder irgendwie sowas. Und wir wissen, Navi hat einer der renommiertesten Rubik-Spieler der Welt. Von daher müssen sie sich vor diesem Pick nicht verstecken. Und die weiteren Bans gehen rein, jetzt kann man schon ein bisschen realisieren, welche Lanes ungefähr eingenommen werden und was der Gegner noch haben will, während bei Fnatic zum Beispiel der Gedanke rumgeht, dass bei Navi ein Offlaner gesucht wird, holen sie den Bounty Hunter raus, sie wollen nicht, dass die mit den Lesu-Gangs zu sehr snowballen können, könnte eine mögliche Sache sein. Weaver mit Track, er kann es dispeln mit seinem Timelapse, ist aber auch sehr, sehr nerviger Spell, um Shukuchi dementsprechend zu neutralisieren. Und ein bisschen Solo mit Power wird noch rausgenommen von Fnatic, indem sie jetzt noch Odie bannen. Nachdem dieser Weaver auch gepickt wurde und bevor Rubik gepickt wurde, habe ich in Richtung Bounty Hunter gedacht, weil Track hat einen sehr geringen Cooldown und eine sehr große Cast Range. Also ein sehr gutes Tool, um einfach Weaver das Gefühl zu geben, du kannst hier nicht rein, du kannst nicht dein Spiel spielen, weil sobald du reinkommst, will ich sehen, hauen wir dir die Linkens runter und dann bist du in Gefahr, weil dann Danny einfach reinjumpen kann. Also ein sehr smarter Bann, aber Navi wollte natürlich eher in Richtung Rubik gehen. Fnatic natürlich ein Riesenkandidat für den Bounty Hunter, aber Rubik bringt halt mehr. Bringt halt mehr, zumindest in dieser Phase vom Draft. Es gibt ihnen mehr Flexibilität. Sie wissen, sie haben jetzt ein Supporter und in Kuro einen der besten Spieler für Rubik überhaupt. Batrider für die Mitte auf Dandy höchstwahrscheinlich, aber immer noch die Flexibilität, um ein bisschen was herumzuswitchen, wenn Fnatic allzu drastische Maßnahmen in diesem Draft hier jetzt angeht. Und die zweite Banning Phase extremst interessant. Die Bonuszeit von beiden Teams wird stark strapaziert, runter auf unter 40 Sekunden und der Chen wird gebannt von Fnatic, haben Angst vor Puppys Rache und Visage wird gethirdpickt. Man hat es gesehen, dieser Pick kam instant, das heißt Fnatic hat sich mit dem Bang schon Gedanken gemacht, was die danach picken wollen. Visage ist dann der Pick, den Navi gerade eben versucht hatte zu benutzen, aber es hat nicht ganz funktioniert. Mal gucken, wie denn Fnatic's Händen aussehen wird. Ich denke mal, No-Tail wird das übernehmen. Und bei Navi, was ich mir vorstellen kann, ich weiß es nicht, haben sie jetzt durch dieses Game, haben sie eine kleine Umwandlung in ihrer Drafting-Art unternommen, dass sie jetzt vielleicht auf Alchemist nicht mehr so hohen Wert legen, in besonders dieser Konstellation gegen einen Nykes zum Beispiel, der früher einfach viel stärker ist als ein Alchi. Sei es auf Support oder auf Carry, es spielt jetzt gar keine Rolle. Oder ob sie immer noch diesen Chinesen-Momentum mitnehmen und sagen, oh, Alchemist immer noch im Bar, wir spielen ihn diesmal auf Carry, geben denen den Raum und Fnatic kann uns im Late-Game nicht mehr das Wasser reichen. Was heißt Late-Game? 20. 25. Minute, es gibt schon Alchemists, die haben da Shadowblade, AC, Ready etc. Ja, ich finde find auch so ein Alchi-Pick, das wäre schon Selbstmord. Ne? Also der Weaver, der ist super, super mobil, er hat auch The Swarm, kann den einfach runterchasen. Alchi ist, hat nicht die größte Base-Armor und Lifesteal, auch nochmal so ein Kandidat mit dem Magical Damage von Visage. Also die Frage, die ich mir auch gerade stelle, ist, was für einen Helden kann man überhaupt dagegen nehmen? Ein Held, gegen den wir gestern hier auf der, beziehungsweise den ich gesehen habe, der relativ oft gedraftet wird, hier auch von den deutschen starken Teams, die hier vor Ort anwesend sind, ist Razer. Wie steht Razer aktuell überhaupt auf der Skala? Ich meine, gegen Nykes kann ja einiges ausrichten. Wie sieht's aus zwischen Razer und Weaver? Razer, du hast recht, das ist einer der Heroes, die jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen im Kommen sind. Ist ein hervorragender Hero gegen Melee-Carries, die davon leben, dass sie nah rankommen und dementsprechend den Schaden raussaugen können, weil Razer halt relativ zentral im Fight steht. Er kann relativ gut tanken durch sein Passiv. Und der Nykes wäre ein potenzielles Opfer von sowas wie Link. Die Sache ist, dass Razer, er ist ein sehr guter Triple-Laner. Oh. Das wollte ich gerade sagen, Chef. ist egal. Auf jeden Fall, Razer, du hast schon gesagt, zum Beispiel die Mitte macht er gut gegen OD. Das sind so diese kleinen Nischen, wo man einen Razer immer einbetten kann. In diesem Fall hat Navi keinen Raum für sowas gesehen und holen sich den PL. Und das ist ein sehr, sehr defensives Lineup. Sie wollen Turtlen ohne Ende. Mit Batrider kann man hervorragend Turtlen. Und PL soll einfach so früh wie möglich stark werden. Das ist deren Job. Kottl wird ihn durch die Map recallen, da bin ich mir ganz sicher. Farm wird maximiert. Ist die Frage, ob Fnatic da antworten kann. Denn sie haben einen Container, einen Nyx-Assassin gefunden. Vendetta Lifestealer ist ein konstanter Nervenkitzel auf der gesamten Map. Ja. Navi will einfach nur gewinnen. die wollen einfach diesen einen Punkt haben. Ey, komm, dann machen wir Kottl und PL
Rubik für Kuro, Dendi auf Bad. Die Frage stellt sich, was für Fnatic? Und Fnatic hat die Frage schon beantwortet und sagt, auf gar keinen Fall ein Nature's Prophet. Was bleibt übrig? Also was definitiv übrig bleibt, was man gerade eben gesehen hat, wäre der Clockwork Goblin, der in diesem Game sogar gar nicht mal so schlecht ist. Der kann hervorragend turteln unter anderem, seine Rocket kann beliebig geschossen werden, er kann Leute rausgauten, er kann sowas wie Weaver locken. Kann Fnatic Clock jetzt picken? Fnatic, Navi könnte Clock picken, oder und, was? Und Fnatic, ich meine, kann Fnatic, wenn die jetzt auch verstehen, kann Fnatic einfach den Clock wegpicken jetzt? Könnten sie, definitiv. Sie wollen aber vielleicht mehr auf diese Outtake-Power gehen und da könnte es noch was anderes geben, was in ihren Kopf... Aber ich denke, Clock ist hier ein verdammt guter Pick auch für Fnatic, der super harmoniert mit diesem Long-Range-Initiate-Lifestyle, hat einen anderen Container, andere Art von Container als Nyx Assassin. Zweitens ist sowas wie eine Rocket auf ein Vendetta-Gank. Immer wieder diese kleinen minimalen HP, die fehlen bei solchen Ganks, könnten ausgemerzt werden durch einen Clock mit einer präsenten Rocket. Zudem kommt, dass man zum Beispiel Farmspots ausscouten kann, wo Phantom Lancer sich gerade vergreift, wenn die sehen, dass Kotl irgendwie rotiert und mit Recall die ganze Zeit den Carry mitholt, eine Rocket und dann der Initiate, den sie momentan in diesen Heroes in dieser Form noch nicht haben, denn Clock kann viel Range überbrücken, das hat keiner von Fnatic, wenn sie nicht unbedingt einen Dagger haben auf Nyx Assassin. Ich glaube, die entscheiden gerade Puck oder Clockwork, das geht gerade in meinem Kopf vor sich, aber... Puck ist es, ja. Boah. Das ist auch fragend dafür. Der Call hat funktioniert, ich blamiere mich nicht und die haben sich gedacht, komm, machen wir jetzt Honeypuck. Das war eigentlich, das war in meinem Kopf die Frage, weil wenn die Clock picken, das wäre super gegen Navi, aber dann müsste natürlich einer von denen muss in die Mitte. Also wer geht dann in die Mitte, wer weiß es? Und da war die Frage, wollen wir jetzt wirklich stable zocken, wollen wir den Puck, Fnatic hat sich wahrscheinlich gefragt, wollen wir jetzt uns zu sehr darauf versteifen, Navi das Spiel mies zu machen oder wollen wir daran festhalten und unseren Stil spielen? Puck für deren Lineup momentan scheint mir echt gut, Honey spielt einen phänomenalen Puck und auch sehr gut gegen PL und auch in den Teams. Auch gegen Batrider ist er sehr, sehr effektiv und Fnatic hat sich entschieden, alles klar, wir nehmen den Pack. Jetzt stellt sich die zweite Frage, lagen wir richtig? Oh, 3 Sekunden. Beastmaster, das wird für Fnatic sein. Und die werden Ancient Stacking betreiben, dass Rost abfahren wird. Das ist so die Story des Games, denke ich. Mit Hawk immer schön gucken, wo ist die Vision, damit der Pack keine Sachen machen kann. Übrigens, Fnatic hat die Visage und Kuro hat da das in diesem Interview angeschnitten. Was in Europa zu tun, was gemacht wurde, ist den Rubik mehr oder weniger ignorieren. Der ist zwar im Game, ist ein Support, man denkt sich, ja, Rubik klaut dir mein Spell, ist nicht allzu wild, wir kommen damit schon klar. Deswegen konnte Rubik auch immer wieder diese RPs klauen, weil keiner gekehrt hat. Nyx Assassin muss immer aufpassen, dass er keinen Impale rausgibt, ist genial auf Rubik, immer Spike Carapace anmachen, das ist nicht so gut auf Rubik. Und dieser Visage, der könnte in Fights den Clock, den Rubik rauszonen, indem er einfach die Familias an seinen Arsch klebt. Das kann Rubik nicht... Der kann nicht AFK da weiterstehen und tun so, als würde nichts passieren. Er muss von den Familias weglaufen. Oder sie müssen gefokust werden. Aber beides ist favorabel für Fnatic. Und dementsprechend haben sie eine sehr, sehr gute Composition hier. Du hast alles richtig zum Pack gesagt. Der steht übrigens super gegen Batrider. Muss sich nicht verstecken. Er muss mit einem Nulli starten. Bisschen gepoolt. Und er kriegt seine Bottle genauso schnell wie der Batrider und kann gut stehen. Mein Gott, also diese Drafts. Unfassbar. Fnatic entscheidet sich dafür. Und eine Sache. Dendi spielt den Beastmaster Fnatic auf Bad. Ah, okay, dann wird der Bad gejungelt. Oh mein Gott, Beastmaster ist so ein Held, wo ich... Ich sag's nicht. Saga, erzähl mir bitte etwas über Beastmaster. Was ist deine Meinung? Was hältst du von dem Helden? Also Beastmaster ist einer der berühmtesten Heroes, wenn es darum geht, eine Spielweise zu determinieren. Erstens, mit dem Hawk ist immer eine sehr sichere Variante, den Carry abzusichern, wenn es um Ganks geht. Zweitens, er kann mit seiner Inner Beast Aura, wenn er sie denn braucht, kann er sie skillen und dann früh zu Vierer- oder Fünfer-Pushes die Leute verleiten. Sein Roar ist hervorragend gegen Puck und Nykes. Die Leute einfach mal runterlocken, damit der PL seine Arbeit machen kann, sonst würden die ganze Zeit wegrennen mit Rage oder mit Face Shift oder mit Orb und der PL würde keine Angriffsfläche sehen. Was hier aber auch wichtig ist, guck mal, was Honey gekauft hat. Der hat sich in Magic Stick gekauft und ich hatte einmal einen Co-Cast mit Vater und der sagt, das ist scheiße, wenn man einen Magic Stick gegen einen Batrider kauft. Auf den ersten Blick ist es eigentlich geil, als Kinatwan gibt dir die Charges, aber der Damage wird fehlen und der spielt nicht gegen einen Batrider, der spielt gegen einen Beastmaster. Also von der Item-Komposition sieht es in der Mitte gar nicht so schlecht aus für Dendi, aber da gibt es ein kleines Aufeinandertreffen. Ja, Rovost wird gestunt. Ist der Follow-up da? Er will einfach nicht diesen Skillpunkt in sein Escape-Mechanism investieren. Geht einfach auf die Lanze, er dreht sich um und wirft sie raus. Was hat der Typ für Eier? Das ist Soulsam. Er bezahlt mit seinem Leben. Jetzt geht Trixie down. The hell? Eine falsche Entscheidung meiner Meinung nach. Er hätte da auf Doppelwalk gehen können. Ich glaube, die Supports hätten die Arbeit gemacht. Die Lanze war nicht allzu useful. Die hat da nicht so viel gemacht. Aber ich kenne es von Chavos. Der ist ein Mann, der einfach immer dabei ist, wenn es um sowas geht. Oh, der könnte das Telekines connecten. Es ist sehr schwer, aber es ist noch möglich. Das muss man sagen. Ja.
Die Leute okay. in der Lounge, die freuen sich wohl irgendwie auch, schreien YOLO, Dandy. Und das ist eine Sache, die du gerade erzählt hattest. Dandy, er will die Bottle Shell haben und Honey, ihm fehlt einfach der Damage gerade. 55, ich glaube, mit wenn du das gepoolt bekommst, 3 GG Branches und die den Null-Tals, hast irgendwie 63 Lasted Damage und ihm fehlen einfach mal 8. Funnick, oben wird einfach mal rausgenommen von Era, er hat dieses Orb of Venom und das war eine Sache, die du angesprochen hattest. Sidelane mit Lifestealer und das Orb of Venom, wir sehen es jetzt gerade hier in Game Nummer 2. Lieben sie über alles. Ja. Das ist pures Fnatic, was man hier sieht. Dieser Nykes wird dem Batrider übrigens, der wird dem gut zusetzen, glaub mir. Dieser Nykes, der muss sich nicht verstecken. Man sagt, Batrider ist einer der stärkeren Heroes, wenn es darum geht, die Lane zu kontrollieren. Aber der Nykes wird auf jeden Fall sehr gute Arbeit leisten. Orb of Venom, einer der besten Heroes, um den Harass-Duell, den er immer einleitet, zu gewinnen, wenn der Batrider denkt, okay, ich drehe um und möchte gegen harassen, das wird nicht klappen, dann kann er sich selber den Raum, was normalerweise ein Supporter macht, selber den Raum schaffen, um zu last hitten. Das ist so der grob ausgemalte Vorgang bei einem Nykes auf der Sidelane. Und er packt, wir kennen es, also der Beastmaster wird ihn natürlich nicht total zerstören, aber diese Damage hätte ihm zum Beispiel gerade eben diesen Last Hit noch gegeben. Ein paar verpasst er hier schon und diese 8 Damage, die du gerade eben angesprochen hast, machen alles, das ist so viel, das macht so viel aus. Ja, vor allem in der Solo-Mitte und das ist, ich meine, selbst die meisten Public-Spieler, wenn die Pack spielen, das hat sich echt so eingebläut, dass man schon fragt, feed me Tango, please. Und das passiert sogar. Die Leute kaufen das und geben einem diese Tangos irgendwie 8 von 10 Fällen, einfach weil sie wissen, dass das enorm wichtig für Pack ist und dass sie wirklich dem ganzen Team einen Riesengefallen damit tun. Nur dadurch, dass Pack eben ein bisschen stärker auf der Lane steht. So, Bottom, wie schaut's aus? Wir haben No-Tail, Nyx Assassin, Trixie, Weaver und Fly auf Visit mit einer DD-Rune gegen Keeper of the Light, Phantom Lancer und Rubik. Wir sehen hier, wie dicht diese Herren beieinander stehen. Positioning ist alles bei Try gegen Try. Und von den Helden her, was meinst du? Navi wird wahrscheinlich einfach nur den Farm für Horrorwars garantieren. Kann Fnatic und sollte Fnatic hier aggressiv spielen? Also selbstverständlich, glaube ich, werden sie schauen, ob sie Kuro irgendwie out of position fassen können. Ich denke, was Navi hier machen will, ist, dass Kotl mit der Wave immer so viele Leute wie möglich trifft, damit die nicht immer voll AP sind, damit Navi ein bisschen mehr farmen können. Du hast schon angeschnitten, Navis Hauptziel ist es ja eigentlich, Farm zu kriegen. Während Fnatic, ich glaube, das erste Game hat denen ein bisschen Wind, ein bisschen Mut gegeben. Sie gehen ja aggressiv auf einem LAN-Event. Das ist, normalerweise ist das immer Risiko. Wenn die aggressive Triple Lane nicht klappt, ist Nyx Assassin Minute 10 immer noch Level 3. Das will man nicht haben, der soll leveln. Aber Fnatic hat Mut und sie sehen, PL, Kotl und Rubik ist nicht die stärkste Triple Lane, die man gesehen hat. Weaver auf der Triple Lane hervorragend. Um Lasted Zone mit Shukuchi zu harassen und mit Gaminator Tech die Supporter wegzuzone. Ja, Funnick oben, wird gegolt von Era, bricht ab. Entschuldige bitte. Wollte ich nur mal gesagt haben. ja, wie gesagt, und Nyx Assassin wird hier natürlich immer weiter Experience leechen. Wenn der Level 3 ist, könnte es gefährlich werden, sowas wie ein Rubik oder Kotl, wenn die zu weit vorne stehen. Die Triple Lane per se, würde ich sagen, Fnatic ist da besser dran. Sie haben auch geblockt übrigens und Navi hat keine Sentry Ward hier gestellt, um die zu entblocken. Oder sie ist schon ausgelaufen, ich habe leider nicht drauf geachtet. Aber da ist auf jeden Fall erstmal kein Spot, Kotl hat gerade ausgecheckt und Fnatic hat die besten Karten, die Triple Lane hier unten zu dominieren. Ja, wir sind in der Mitte aus Dandy, 23 Last Hits, Honey 19, jetzt 20, beide haben ihre Bottle. Dandy macht die Arbeit echt gut und ja, vielleicht ist diese Position von Dandy auf der Mitte wirklich, ich meine, sie muss ja zum Teil dann wirklich der Item Choice von Honey zugeschrieben werden, der tatsächlich den Batrider in der Mitte erwartet hatte, aber Funnick macht sich echt das Leben schwer oben drauf, wo wir gerade drüber sprechen, geht er einfach mal aggressiv drauf und er zont ihn einfach nur raus, er hat keine HP Regeneration mehr auf seinem Helden drauf und Era will einfach nur in regelmäßigen Abständen auf ihn draufkloppen, um einfach mal zu signalisieren, du kannst hier nicht frei farmen, mich kannst du auch nicht im Schach halten, du musst einfach nur investieren und dich hochheilen. Jetzt hast du nichts mehr, ich will eigentlich einfach nur in Ruhe gelassen werden, verzieh dich, du hast ja eigentlich keine Daseinsberechtigung. Aber Kuro und Papi sind unten einfach zu beschäftigt, Try gegen Try, Fnatic ist da absolut alleine. Ich glaube auch, je länger das Game geht oder je länger diese Lane geht, desto stärker wird der Nykes auf der Lane. Der wird sich als allererstes Faceboots, okay, schade, er hat sich jetzt Klaus gekauft, jetzt ist es unspektakulär, aber er wird sich Faceboots kaufen. Das wird das Lane-Item sein. Er wird einfach auf den Batrider draufrennen. Initiation Bottom of No-Tail, das erkannt das dann. Da ist die Soul Assumption, da wird sie rausgeworfen. Auf Revost, haben sie die True Sight. Der Sentry Ward liegt, der Right-Click kommt, Revost noch am Leben. Shukuchi von Trixie, was ein Move von Revost. Er lebt noch jetzt die Wave von Puppy. Ein Held bereits down. Trixie rennt weg, selft sich hoch und Fly. Wird er überleben? Ich glaube auch, Kuro macht den Follow-up nicht. Aber was ein Move von Revost! Der Shukuchi Weaver ist nicht weitergegangen.
der hat sich in die andere Mulde manövriert, weil der Weaver dachte, dass er in die andere rennt. Da wurde er dann noch nachträglich in die Central gestellt, um die Weaver dann noch auf Guard zu erwischen. Hat leider nicht ganz geklappt. Aber das ist genau das Ding. Aggressive Triple Lane, Risiko ohne Ende. Wenn sowas passiert und wenn das gleich nochmal passiert, dann müssen die Supporter gucken, wie die Level hier holen. Denn wenn Kills kommen, Supporter, man kann im Faustregel sagen, Supporter leveln in erster Linie durch Kills. Oben übrigens, guck dir den Nikes an. Rage, Dispit, alles die Kinder beim Chargers. Das ist das Krasseste, was es gibt. Nikes ist perfekt gegen einen Batrider. Jetzt hat er seine Faceboots und jetzt wird der Batrider dominiert. Hat jetzt schon 10 Lassen. Aber will einen Kill haben. Er hat seine Ulti auch ready. Oh, Error. Er chase einfach weiter. Funnig. Meine Güte. Es ist genau wie auf dem Blatt. Der Nikes macht alles richtig. So ähnlich wie ein Darkseer gegen ein Anti-Mage. Der Anti-Mage ist auch eher damit beschäftigt, den Gegner wegzuhauen, erstmal, und dann sich auf den Farm zu konzentrieren. Dieselbe Reihenfolge haben wir hier bei Nikes gegen Batrider und Era macht alles richtig. Das zeigt nur, dass sie den Hero perfekt beherrschen, aber der Beastmaster in der Mitte, der farmt hier verdammt gut. Da könnte ein schnelles Mech kommen und sie könnten schnell pushen. Dandy, das ist die Frage. Wie wollen sie den Beastmaster spielen? Wir haben ganz damals gesehen, der Beastmaster gibt sich wirklich zufrieden mit normalen Boots, Drums und macht dann Gem, damit sie die Map-Control bekommen. Ein Mech wäre natürlich fantastisch für die Teamfights, für den Anti-Push. Ich meine, die haben den Keeper of the Light auch mit dem Illuminate. Ich glaube, die haben echt ein gewisses Maß an Flexibilität, wenn es darum geht, was für ein Item sich Dandy jetzt holen soll. Aber ich habe schon herausgehört, du rechnest auf jeden Fall mit dem Mech auf Beastmaster. Ich denke, Kane Boots Mech und so ein schnelles Argan, Gem zwischendurch, das könnte alles. Aber du sagst natürlich auch diese Auren, Vladimir's Offering und Drums etc. Das sind alles sehr gute Items auf Beastmaster. Man muss gucken, was die für Prioritäten setzen. Ich würde fast einen Mech voraussagen, weil die Supporter hier unten echt nicht viel kriegen. Mhm. Die können nicht pullen, also die werden vom Mech ausgeschlossen. Batrider kann ich mir nicht vorstellen, der wird wohl eher einen Dagger holen. Sonst ist der Batrider einfach ein ganz normaler Hero. Mit dem Dagger wird er erst gefährlich. Wie gesagt, also das ist an dem Beastmaster dann hier wahrscheinlich das Mech zu holen. Aber wir dürfen gespannt sein. Erstmal die Kane Boots, ist das normal? Die normale Variante. Mhm. Und wir werden sehen. Oben schon wieder der Go of Funnic. Er hat schon irgendwie seine kleine Nische gefunden und er muss immer wieder in Firefly investieren, einfach nur, um von Era wegzukommen. Er hat 29 Last Hits, Era auf 37, aber liegt hinter Dandy. Das ist Open Wounds, Wounds, Funnic. Der Firefly wird wahrscheinlich noch ausreichen, aber Eras Damage ist wirklich enorm. Der hat schon ausgeholt. Infest, sehr guter Call, mein Freund. Und die Range war groß genug. Wunderschön gemacht von Era. Mein Gott, was ein Auge. Era mit... Er macht alles richtig und Funnic, er hat keine Chance. Was soll er denn noch machen? Er war zu greedy. Er ist wieder kurz zurückgerannt, weil er dachte, der Next kriegt mich eh nicht mehr. Era hat aber noch Open Wounds ready und hat es auch auf 2. Das heißt, es hat mittlerweile eine Range von, halte ich fest, 300. Von daher, oder 350, ich weiß gerade gar nicht. 300 noch. Okay, und das hat gereicht, um den dann damit zu präparieren und dann einfach die Autotext mit Orb of Venom und den Fest natürlich perfekt. Das ist eine verlorene Lane oben von Navi. In der Mitte läuft es relativ ausgeglichen, da kann man keinen Gewinner. Übrigens, Dandy die ganze Zeit, abused Radiant. Er holt sich immer die kleinen Spots mit seinem Beastmaster. In der Mitte gibt es jetzt übrigens eine Transition. Funnic ist da gekommen, aber ohne Blinkdagger, das könnte natürlich wenig geben. Und er versucht nur die Rune wegzuholen, aber da ist der Puck schon. Das ist vielleicht ein... Okay, er will eh in den Wald. Oh, da ist die Ulti von Puck, Funnic, komplette Overextension. Die Silence ist ebenfalls dort und Funnic wird einfach nur sterben. Spike Carry Pace Minis dann einfach nur durch den Firefly. Easy peasy und Batrider geht down. 3 Kills für Fnatic. Und das war so eine kleine Maßnahme von Funnic, die wirklich Bände gesprochen hat. Du sagtest schon, oben ist verloren. Funnic teilte deine Meinung und sagte so, jetzt muss ich in die Mitte irgendwas Drastisches versuchen. Aber Puck war einfach weg und dann haben sie es umgedreht und Funnic war ganz, ganz alleine. Und das setzt sie noch weiter zurück. Ganz genau unten wird ein bisschen harassed. Und jetzt noch eine Telekinese auf die Visage drauf. Zurück auf die Creeps. Die wäre geblockt. Rennt auch sofort wieder zurück und möchte den Damage an den Mann bringen. Denn er weiß ganz genau, dass er schon tot ist. Die letzte Relance reicht. Rovost gönnt sich einen 10er-Stick. Was man noch an diesem Move von Funnic sagen muss, das war ein herber Fehler. Da ist eine Ward, die Nyx Assassin gescoutet hat. Und Puck war Miss von der Lane. Und alle wussten, Dreamcall ist noch ready. Er hat es nicht einmal benutzt. Von daher hätte er schon fast denken können, dass da sowas passiert. Die Nyx Assassin ist einfach auf ihn draufgerannt, obwohl er Vision hatte. Vielleicht ein bisschen Frustration, weil es oben so scheiße gelaufen ist. Jetzt geht er wieder hoch. Weil er gemerkt hat, das könnte den Tower... Guck dir, der Tower hat schon Schaden bekommen. Oh mein, das ist eine Schlinge, die gerade, ich sag mal, um Funnics Hals gedreht wird. Er weiß gerade nicht ganz, was er machen soll auf der Map. Geht wieder nach oben, aber gleich, wenn die Creep Wave sich wieder auf der Mitte trifft, dann wird er wieder rausgesorgt. Wir haben ganz viel über Kuro geredet. Ganz viel über sein Mindset, über seinen eigenen kleinen Werdegang. Aber was ist mit Funnic? Alter Team Empire Player.
wirklich eine ganze lange Zeit lang eine gefürchtete Offlane. Er hat Dual Lanes, Tri Lanes, hat er einfach platt gemacht. Seine wirklich methodische Spielweise hat ihn einfach nur, also jeder kennt ihn, Fnatic hat sehr viel Respekt in der Szene. Wir haben gleich darüber geredet, was mental bei ihm so geschieht. Vielleicht, weil wir einfach eine etwas stärkere Bindung zu Kuro haben und uns das irgendwie mehr interessiert und wir uns mit Fnatic vielleicht nicht so identifizieren können, auch wir teilen die Sprache nicht. Aber der Junge natürlich auch unter enormen Druck da oben und steht 0-2 gerade beim zweiten Spiel. Und sie haben schon das erste verloren. Du sagst was Wichtiges. Ich denke, man muss dazu sagen, dass Fnatic in Empire eine andere Rolle gespielt hat. Er hat zwar immer diese Side-Offlane, wie du sie auch nennen magst, gespielt, aber bei Empire hat er meistens die kurze bekommen, weil Empire so ziemlich 99% der Games haben sie eine aggressive Triple-Lane gemacht. Das heißt, er konnte Bone, Quad, Park, alles, was er gespielt hat, auf Farm spielen. Und bei Navi muss er mehr opfern. Ja, genau, oben wird er gegoat. Da gibt es einen Dreamcall, direkt Error mit seinem Rage drauf. Fnatic kann nicht antworten. Einfach wieder getötet. Gute Rotation von Honey. Man merkt, dass Navi damit nicht gerechnet hat. Da ist auch die Map total schwarz. In der Mitte, was gab's da? Ein Raw anscheinend, aber es könnte einen Pay geben. Notel hat da ein bisschen gezögert. Aber es hätte wohl nicht gereicht und von daher wieder ein Outtake. 3-0 mittlerweile für. Also 4-3, sorry, für Fnatic. Fnatic macht das echt super. Also diese ganzen Bewegungen über die Map, dass sie machen gerade den Eindruck des Teams, dass die Ruhe satt hat. Und Navi. Ich weiß nicht, ob man es passiv nennen kann oder nicht, aber oben, Fnatic, absolutes Desaster. Vielleicht, also ich meine, die anderen Lanes sind ja gut gelaufen für Navi, aber Top ist gerade ein akutes Problem. Eine große Wunde, eine klaffende Wunde, die irgendwie bearbeitet werden muss. Was macht Navi jetzt? Wir haben jetzt schon eine Keeper of the Light hier. Puppy versucht das so ein bisschen zu verlangsamen. 1-0-2 auf ihm und nur 11 Last Hits. Beide Ward-Typen in seinem Inventar und Kuro ist in der Mitte und holt sich da sein Level 6. Hat schon Shuki gestohlen. 970 Gold, braucht die Arcane Boots. Und jetzt ist die Frage, wie will Navi jetzt am besten ins Midgame übergehen? Wie kriegen sie Farm auf den Batrider? Das ist deren Versicherung. Ich meine, ein Batrider ohne Blink gegen dieses Lineup von Fnatic, da kann Navi gleich einpacken. Das ist ganz, ganz schwierig, die Frage zu beantworten, wie Fnatic jetzt möglichst schnell seinen Blink-Dagger bekommt. Das wird gerade projiziert auf die Supporter. Die sind jetzt beschäftigt, Spots zu stacken, damit der Batrider in kürzester Zeit massiven Gold-Advantage bekommt. Bottom Lane, Revost, Infested Era und der Typ, der ist sofort tot. Fnatic macht hier so viel richtig. Einmal Vendetta. Navi wusste es vielleicht noch nicht, dass Vendetta ready ist oder dass diese Form von Gank praktikabel ist und Error kam da von oben nach unten. Guck dir seine Items an, der Typ hat gleich sein Armlet wieder. Er kriegt wieder diese drei kritischen Items und was kann man mehr dazu sagen, als dass der Nykes, wenn er diese drei Items hat, ist er der stärkste Hero auf der Map und ein PL kann sich nicht ansatzweise an so einem Nykes messen. Nykes wird die Supporter schlachten, PL braucht zwei, drei Lanzen, um das zu tun und das dauert ein bisschen länger. Ganz genau. Lifestealer alleine oben, nicht ganz. Fly ist hier mit 450 HP. Kuro beginnt mit der Initiation. Double TP zum Support. Kuro muss langsam zurück, hat aber Shokuchi. Ganz gefährlicher Skill auf ihm. Jetzt da die Ulti auf Error. Wo ist der Follow-up? Der Roar von Dandy wurde bereits benutzt, aber er hat einfach keinen Schaden genommen. Da ist Kani mit der Counter-Initiation. Ulti geht runter. Da kommt der Illuminate. Aber Fnatic geht down. Jetzt droppt Honey. Beastmaster kriegt den Last Hit. Und ein bisschen Messi oben. Error musste aufpassen. Ist nicht in den Teamfight reingegangen. Hat das Arme noch nicht. Fühlte sich wahrscheinlich nicht so sicher. Rage war auf Cooldown. Weiß ich jetzt gar nicht so genau, wie sich das alles dargestellt hat. Hier unten haben wir einen Kill auf Kuro. Der war komplett out of position. Wurde da gefangen von Fnatic. Was ist da gerade passiert? Das war für mich, ich habe mich da nicht schnell genug irgendwie reindenken können. Was hast du wahrgenommen? Mein Freund, es geht auch noch weiter. Oh, Dandy wurde erstmal Open Wounds, der versucht raus zu TP'n. Vendetta, der nächste Session hat keinen Mana mehr. Daran wird es scheitern. Magic Stick war noch 2 Sekunden auf Cooldown. Er hat da nichts rausbekommen. Ich kann nicht beschreiben, wie gut das am Anfang von Navi war. Rubik geht erstmal auf den Nykes drauf, telekinesis ihn einfach, obwohl die ganzen Supporter oder die Heroes von Navi in eine andere Richtung gehen. Das heißt, Rubik war ein einzelner Bait. Er hat quasi gesagt, komm, hier ist der Initiate, kommt auf mich drauf. Die TPs kamen in die andere Richtung und von hinten kam das Beastmaster Raw auf die Visage, die da gestanden hat. Also ziemlich gut gejuked da von Navi. Und Beastmaster hatte eine DD, hat den Fight komplett verändert. Aber dann haben sie zu lange da verweilt und Fnatic konnte unter anderem mit einem Vendetta-Gank noch mal antworten, der dann den Rubik bestraft hat, dass er so weit vorne stand. Navi anfangs perfekte Idee, aber schlecht wenn es um die Ausdauer so eines Fights geht, haben sie das nicht so gut umgesetzt. Okay, das heißt, sie haben es schon geschafft, das habe ich gar nicht mitbekommen. Die haben die Visage getötet dann und Nike ist immer noch da und hat dann aufgeräumt nach dieser Ruhe. Okay. Ja, siehst du, so gut hat Kuro diesen Bait gemacht. Der hat mich komplett war geplant, eingenommen. 100%. Honey hat bald seinen Blinkdagger. 100 Gold, da fliegt schon was auf dem Kurier, das ist vielleicht seine Bottle. Aber er schickt sie nochmal zurück und sagt, okay, das Gold habe ich gleich. Lass nochmal kurz in der Base. Ich brauche den Blink gleich. Trixie. Bottom, Bracer, Ring of Aquila, Power Treads. Ja, könnte auch Drums machen, auch ein feines Item für den Weaver. Bisschen mehr HP, bisschen mehr Stats, bisschen mehr Schaden. Die Auren sind schön. Und was ist mit Revost? 800 Gold, hat die Drums fertig. Diffusal, Manta-Style, der Typ, der hat relativ wenig HP. Was braucht ein Revost in diesem Spiel gerade?
Er hat schon Drums gekauft, wenn er auf Farm geht. Ich denke mal, Diffu Mantra wäre das Logischste, was er machen könnte. Aber wenn sie ein pures Farmgame spielen, dann darf man nie Radiance vergessen. Radiance ist einer der besten Items, wenn es um Farm geht, aber dann wird er den Farm von seinem kompletten Team wegnehmen. Aber darauf ist auch ihre Lineup mehr oder weniger aufgebaut. Radiance könnte man berücksichtigen, ich bin gespannt, aber Diffu Mantra hat sich in letzter Zeit echt bewährt bei sowas. Auch auf Spectre sieht man immer weniger Radiance und mehr dieses Diffu und Desolate ganz früh und dann Ganking mit Haunt etc. Mhm. Aber wie gesagt, es ist momentan an Navis Stelle, den Farm überhaupt auf Papi auf Provost zu ermöglichen. Und übrigens, sie haben unten die Triple Lane aufgelöst, weil durch Chakra und Lanzenspam ist es nicht mehr. Man kann da nicht mehr so gut stehen und Navi gibt sich momentan zufrieden mit Tower Trades. Der erste Tower Trade oben, oder der Tower Kill oben, steht ein bisschen früher und sie TP'en schon ein bisschen runter. Und das scheint ein Death zu sein. Das scheint tatsächlich einer zu sein, ja. Das Abendnet ist fertig auf dem Nike, sie fühlen sich sehr stark. Funnig ist da, hat immer noch nicht den Blinkdagger. Das könnte sehr gefährlich sein. Honey ist da, er haut die Ulti raus. Era kommt dahin, aber die Open Wounds konnte nicht gecastet werden. No-Tail hier vorne beim T1-Tower wird gechased von Revost, wird reingeblockt, einfach mal umgebracht. Hier oben haben wir die Ulti von Honey, hält alle Leute ein bisschen nah dran. Dandy ist mittlerweile schon tot, Revost noch am Chasen. Honey jetzt auch in Lebensgefahr, wird er down gehen, er kann nicht wieder raus face shift und geht ebenfalls down. Währenddessen ist Dandy ebenfalls gestorben, oder Kottl, Lifestealer, immer noch da, räumt immer noch auf. Der Typ denied mal den Tower nebenbei, jetzt geht er auf Funnick, haut mal bei jedem irgendwie auf die Mütze und jetzt muss er sich zurückziehen, die Face Boots und das Armlet. Ich glaube nicht, dass er wirklich in Lebensgefahr ist hier. Kann einfach wegrennen. Guter Flamebreak von Funnick. Und die Nuke vom Kuro. 25 AP, ich hab's gesehen. Oh, Kuro stimmt noch am Tower, schade. Aber es war den Versuch wert. Kuro hat alles richtig gemacht. Das wäre so geil gewesen. Der Nyx hat damit nicht gerechnet, man hat's gesehen. Er hat Armlet getoggelt, dachte sich, okay, diesen Flamebreak kann ich noch überleben. Da kam das Fate Bolt. Das war knapp. Das war richtig fein gemacht von unserem persischen Freund. Nicht schlecht. Ist leider noch gestorben, aber hey, Funnick hat den Blink. Oh, guck dir das an. Ah, was ist passiert? Er hatte keinen Mana mehr für Doppelwalk, er konnte sich das nicht mehr machen. Er hatte wahrscheinlich Lanze gecastet oder so, ich weiß nicht, was Revost da gemacht hat. Er konnte nicht mehr Doppelwalk gehen. Und Weaver hat es hemmungslos bestraft. Ein Solo-Kill auf ein PL, das darf nicht passieren von Revost. Das ist so viel wert. Das erwarte ich einfach nicht. Ich habe jetzt die Minimap kurz außer Acht gelassen, weil ich leicht verwirrt war, was gerade passiert ist. Also Entschuldigung, aber naja. Also, der Blinkdagger ist fertig auf dem Batrider, ganz, ganz wichtig. Wir haben ein Agger auf Beastmaster. Jetzt geht es nur noch darum, den kleinen Revost ganz schön groß zu bekommen. Also, es ist 3, 3 und 3. Und was ist auf dem Chicken? Zwei Blades of Alacrity. Aber gegen einen Nyx und einen Weaver ist das ziemlich, ziemlich schwer. Und jetzt geht es wieder dahin, wo wir beim Draft gesprochen haben, das Late Game. Aber Navi muss einfach überleben und die müssen da hinkommen. Und dann ist wiederum die Frage, sind die Helden auf Fnatic-Seite bis dahin so stark gefarmt, dass es ihnen egal ist. Die haben den Weaver, haben den Nyx, die Bombe, die Nukes, der AOE-Schaden vom Pack und von der Ulti von Nyx. Mitte, Initiation, Revost, da ist der Dust schon wieder. Da ist Funnick mit dem Blinkdagger, die Ulti, aber Revost ist mittlerweile schon tot, die Counter-Initiation vom Hani, da ist der Silence, der Stun von Kuro geklaut, versucht seinem Mate da zu helfen, aber er geht trotzdem down. Jetzt Kuro wird gefokust, Era kriegt da noch einen Kill, Danny muss einfach wegrennen, er hat die Ulti, hat sie aber nicht genutzt, wird jetzt weiter gechased. Da kommt der Dive, Era haut das Open Wounds raus, Visage Fly spielt so gut, der Roar wird gecastet, aber leider ist er nicht mehr in der Tower Range, aber die Wave von Kottl holt den Kill. Aber im Endeffekt trotzdem, leider, leider Gottes, kein allzu guter Kampf für Navi. Sie haben Revost wieder verloren. Jetzt Papi, Honey, er hat diesen Killer-Instinkt. Die Frage ist, wird er auch wieder auf den Decken gehen, wie man es von ihm gewohnt ist? Papi, oh mein Gott, da ist Shokuchi, Trixie ist da. Und Weaver kriegt den Last-Hit. Kottl stirbt ebenfalls. Er hat sich noch den Familia gegönnt, das war sehr wichtig in der Situation. Man hat es gesehen, Fnatic wieder vielleicht ein bisschen overextended, die Visage da. Also sie haben den Fight 3-1 gewonnen, durch übrigens einen Lifestealer, der geht einfach in die hinteren Reihen und macht alle weg. Sie können nicht antworten auf ihn. Das Lesu war eine nette Idee, aber da ist sein Teammate Revost schon gestorben. Von daher wieder geniale Initiative von Vendetta. Vendetta ist immer richtig hier von No-Tail. Außer da unten vielleicht am Tower war es ein bisschen zu früh, aber generell hat er die richtigen Ideen bei Tower-Pushes, ja, einen aggressiven PL damit zu bestrafen, dass er mit Vendetta und Nyx in sich drin reingeht und Nyx kann sofort sich dann den Supportern widmen. Ja. Das Lasso, wie gesagt, minimal zu spät, quasi neutralisiert und Visage war da ein bisschen weit. Gute Newcomer dann von Navi wieder, aber sie haben sich nicht aufgegeben. Familia hat gute Vision gegeben, von hinten kam dann noch der Pack und sie haben noch den Kottl bekommen. Also Fnatic gefährlicher denn je. Navi muss diese kritischen 10 Minuten überbrücken, wenn sie ihren PL fett sehen wollen. Dann hat Fnatic vielleicht sogar das ein oder andere Problem. Ja, und guck dir das an. Also der PL, der hat einfach nur die ganzen Agi-Items, Tranquil Boots, geben ihm keine HP. Und er hat einfach, das Einzige, was er für Stats hat, sind die Drums. Er hat nicht mal 1000 HP. Und Fnatic war so schnell wie möglich, so schnell er konnte in der Mitte da, um seinem Carry zu helfen. Aber war einfach zu schnell tot. Er war nicht tanky genug, hatte nicht genug Lebenspunkte. Und ich meine, ob die
ob sowas passieren dürfte, wenn ein Tower pusht und weiß, da ist ein Nikes mit einem Nyx Assassin, beide nicht da oder vier, fünf Leute sind Mist, dass der Carry, dass Revost da wirklich am Tower steht und draufhaut, ohne dass die True Sight in irgendeiner Form haben, ist schon sehr gefährlich. Aber, wo wir gerade über gefährlich sprechen, Trixie bzw. Fnatic waren kurz davor, Revost abzuschlachten und er wurde gerade von Papi nach oben geholt. Ja, siehst du das, wie sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Nicht nur, dass sie den PL saven vor diesem Gank, weil sie das so gesehen haben, vorher gesehen haben, da sind ja keine Vision oder so, sondern sie geben auch PL neuen Raum für Farm, denn da unten sind die Neutral Camps alle weg, der hat sie alle weggefarmt. Und daher, wie gesagt, sie nutzen Recall so ähnlich wie Alliance, immer farmbasiert, den Carry von A nach B holen, da stacken und da den PL alles farmen lassen. Sie müssten 100% auf PL konzentrieren, aber wenn sie es schaffen, Nikes ist kein übertriebener Late-Game-Carry, irgendwann hat er auch sein Zenit erreicht, aber beim PL gibt es keine Gnade, der hat 11 Illus, die alle mit Hot Butterfly-Effekt, was auch immer rumlaufen. Und alle Supporter, der Diffu macht der Ghost Scepter weg, mit dem kann man sowas nicht treiben. Von daher, der PL wird nach oben schießen, wenn Navi das so weitermacht. Sie machen das gut, haben Tower getradet, obwohl Fnatic stärker ist. So muss man das machen. Navi macht taktisch alles richtig hier. Das Diffu wird auch gerade geliefert, wo du gerade drüber sprichst. Fnatic immer noch den Blink Dagger, 900 Gold, Light of Heaven. Die brauchen Mac das nächste Item. Ich meine, Papi war so damit beschäftigt, die Map Vision für sein Team aufrecht zu erhalten und zu rotieren und zu anti-pushen. Er hatte einfach nicht so viel Zeit, sich darauf zu konzentrieren, das Mac an sich fertigzustellen. Hatte zu viele andere Ausgaben. Und ich meine, das hätte natürlich auch das Spiel verändert. Und das ist Dota, so viele Variablen, das ist Diffu in jedem Falle jetzt fertig. Papi haut die Ulti an, jetzt ist glaube ich auch langsam wieder bereit, den Revost da runter zu holen. Und da ist er schon, Speaking of the Devil. Und in der Mitte, Dandy, 2100, 2200 Gold. Holt er sich wieder einen Forstaff? Nein, da ist der Gem. Visage komplettiert ein Medaillon. Und jetzt stellt sich die Frage für Fnatic, was machen wir? Weil Fnatic wird sicherlich selbst wissen, dass die hier innerhalb der nächsten vielleicht 10 Minuten das Spiel beenden sollten. Nicht nur beenden, sondern sie sollten ihre Mark aufsetzen. Das haben sie schon mal mit Honey, der einen guten Initiation findet auf Papi. Er hat gerade gecallt, wo die Lanze wird gedodged. Phänomenal macht er das. Papi muss immer noch breaken, kriegen einen Pale-Up, was vielleicht unnötig war. Aber den PL sehen sie eh nicht mehr. Von daher, wirklich, das muss Fnatic machen, um deine Frage zu beantworten. Sie müssen was machen mit Vendetta-Gangs. Denn Late-Game, das ist genau das, was Navi hier machen will. Sie splitten sich auf der Map, farmen alles, was ihnen zur Verfügung steht, alle Ressourcen. Übrigens Aga auf Beastmaster haben wir explizit noch nicht erwähnt. Ganz großartiges Item. Error mit seinem zweiten Tower-Deny. Navi findet da vielleicht keinen Angriffsfläche. Oh, der TP Smart. Das war echt gut. Ich habe Danny schon gesehen, wie er den Roar da drauf geklickt hat. Ja. Hatte die Maus ready, die Range hier. Ich zeige sie euch mal ganz kurz. Das ist die Aga-Range für Roar. Das ist ein ziemlich fetter Initiate. Also, insbesondere wenn Kuro da ist für ein Follow-up und wenn ein Target geroared ist, dann kommt das Team ja nach und will helfen, will was machen. Die benutzen ihre Spells und Kuro wird da sein und wird einen Überblick behalten und sich das Beste rauspicken. Idealerweise selbstverständlich das Impale von Nyx Assassin. Das haben wir auch hier vorne gesehen, als Revost runtergefokust wurde. Kuro hat ausgeholfen mit einem Impale, den er geklaut hatte. Ganz, ganz schlau. Und Fnatic war auch noch, versucht zu helfen, aber Revost ist einfach zu schnell gestorben. Und einfach intelligentes Spiel gerade. Die Item-Choice, dieses Aga für Dandy, extrem wichtig. Und es sieht tatsächlich entweder nach einem Necrobook oder nach einem Forstaff aus. Aber ich denke mal Necrobook. Ja, man darf gespannt sein, wenn sie auf Splitboard spielen will, ist Necromonikin kein schlechtes Item. Übrigens geschickte Familia-Stunts hier, aber da kommt kein Follow-up. Übrigens, dieses Aga auf Beastmaster suggeriert zwei Dinge. Erstens natürlich der große Initiation-Vorteil, weil er es mehr Range hat, kann man einen Nikes, der vielleicht aggressiv farmt, nochmal locken. Aber auch der defensive Vorteil, er kann in mittleren Reihen verweilen, darauf aufpassen, dass der Pucky nicht jumpen kann und ihn silenzen kann. Und er kann Nikes rawn, man muss sich das mal angucken. Navi hat zwei Mechanismen gegen einen Nikes Rage, nämlich Lissou und Raw. Beides geht durch Rage. Von daher können sie ihn da kontrollieren. In dieser Form. Beastmaster Aga suggeriert, dass er sich viel mehr umgucken kann, viel passiver stehen kann und dann das Aga zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder das Ulti zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Und ich bin mir ganz sicher, der Nikes wird hier heftig kontrolliert und rumgeworfen von Lissou und Raw. Glaub mir. Das ist deren einziges, weil momentan der gefährlichste Hero auf der Map ist der Nikes. Ja. Die anderen sind nur dazu da, damit der Nikes rankommt. Weaver vielleicht irgendwann noch, aber momentan kann man die Weaver noch in Schach halten. Die ist kein Problem. Auf jeden Fall. Und er hat jetzt das SNY fertig. Eine Sache, die mir beim Weaver aufgefallen ist, Lincoln Sphere nicht in Sicht, also er geht auf eine Hood. Es ist ihm egal, er will gar nicht mal so viel Geld für Lincoln Sphere ausgeben, nur um dann eventuell einen Mechanismus zu haben, der ihn raushält. Er geht dieses Spiel, über das wir während des Drafts geredet haben, gar nicht einmal ein. Er holt sich ein bisschen Magical Resistance, ist ein bisschen tanky und jetzt kann er natürlich auch auf ein bisschen Damage gehen, weil jetzt überlebt er auch ein bisschen länger, insbesondere mit den Power Treads und dem Bracer. Also ich finde, es ist eine relativ ungewöhnliche Itemwahl auf dem Weaver, aber ich finde sie sehr attraktiv. Hat man vor einen, zwei Jahren gespielt, Pipe First, also Supporter-Items auf einer Weaver, die dazu gepickt wurde, dass sie quasi ihre Lanes dominieren kann und nachträglich dann diese Items zum Team beilegen kann, obwohl sie quasi nicht diese Farm oder Solo-Midlane bekommen hat. Deswegen ist Pipe eines der möglichen Items. Ich denke, das wird auf den Pipe hinauslaufen, sonst würde man nur Cloak als Übergangs-Item nehmen. Er hat 2-3 Gold, er hätte es gleich ready, oder er hätte es jetzt schon ready.
Ich bin gespannt, ob er vielleicht auch ein anderes Item umdisponiert, aber ich denke, es sollte gegen ein Kortel. Ja, genau, habe ich auch gerade. Ich habe auch die Navi-Helden angeguckt und dachte mir, ja, das macht auf jeden Fall Sinn, da einen Pipe reinzuhauen. Das macht den Kortel erstmal komplett useless. Der Hawk, siehst du das? Wo ist er? Der ist da direkt auf der Choke und sieht alles, was Fnatic gerade macht. Ich sehe den Hawk nicht. Nahe Secret Shop. Ach hier, ah ja, gut, alles klar. Oh, also Rush haben wir gerade gemacht und Navi sind gesmoked, aber der stirbt gleich. Fnatic blinkt sich rein, aber hat die Ulti nicht rausgehauen, Fnatic! Nein! Brudi, was geht ab? Jetzt Revost wird gestunt. Die Ulti von No-Tail. Kuro geht down und jetzt ist Revost ebenfalls down. Oh, der Infest einfach viel zu stark. No-Tail wird gechased von den Illus. Was war das? Was ist da geschehen? Oh, Fnatic hat seine Su irgendwie nicht falsch geklickt, die Range falsch abgeschätzt. Er hat auf jeden Fall die Richtung, die er in den Nikes ziehen wollte, zu früh gemacht. Er wollte ihn einfach auf die Klippe ziehen. Ah. Oh Mann, und die Weaver hat noch ausgechased. Die wird so leid getötet. Oh nein. Navi. Oh, ja, ich habe letztens auf Readmore gesehen, dass Navi bei... Also es gab irgendwie 10, 20 Leute, die ihre Top 4 Picks gemacht haben. Ich einer von denen und... Navi war bei fast allen, mindestens in den Top 4, aber die gehen gerade 0, sind auf dem Weg. 0-2 gegen Fnatic in ihrem ersten Spiel, in ihrem ersten Match sozusagen, auf dem International 3. Das ist schon ein herber Rückschlag, glaube ich. Absolut, das ist es, mein Freund. Es ist nicht nur das, dass der Fight jetzt verloren wurde, wir haben ein Aegis auf dem Lifestealer, der war so low übrigens, der ist nicht gestorben, der hat immer noch das Aegis. Sanction Yasha ready, 2000 Gold, wo er das her hat, das musst du mich nicht fragen, er ist einfach perfekt, die Routen gerannt, hat immer richtig Ganks und Farm aufgeteilt, ist mit der Nyx Assassin gerannt, wenn es nötig war, dann hat er immer weiter gefarmt. Man sieht, der ist mit Abstand der am meisten gefarmteste Hero auf der Map, Phantom Lancer Beastmaster teilen sich Platz 2, 3, jetzt gerade die Weaver noch zurückgeschickt auf Platz 4. Aber man sieht, der Nyx dominiert immer noch die oberen Reihen von Networth. Und das war schon... Batrider ist eigentlich immer, was sowas angeht. Batrider ist immer bei Roche-Fights, weil da sind überall Klippen. Man kann den Nyx, man kann Batrider aggressiv benutzen, Lasso in ein Team zurück und der wird gefokust. Man kann aber auch den Lifestyle einfach hoch auf die Klippe quasi kommen. Klar, wie du willst, mein Freund, aber ich will nicht, dass du in diesem Fight dich beteiligst. Und da muss der Lifestyle zusehen, wie der da von diesen Bäumen und so weiter wegkommt. Das ist auch eine... Das wollte Fnatic machen, es hat nicht geglückt. Dann wäre das ganze Game jetzt anders. Ja. Ab jetzt gibt's einen Smoke. Also gerade hat Nyx Assassin, der Spieler, wer spielt Nyx nochmal? No-Tail. No-Tail hat Level 12 auf die Minimap gemalt. Honey hat Nyx in sich drin. Da wird der Sentry gedroppt, jetzt geht Kuro down. Der ist auf jeden Fall tot. Da kann man gar nichts machen. Also das ist wirklich, wirklich... Fnatic spielt das super. Und ich glaube, wenige haben das erwartet. Also die spielen es echt grandios hier. Oh mein Gott, gut aufgepasst von der Visage. Wer ist das? Fly. Er hat die Revenants provisorisch einfach gestunt, weil er gesehen hat, der Batrider ist im Firefly. Er hätte den Nyx ziehen können, aber Batrider hat mitgedacht und gesagt, okay, wenn der Visage-Spieler gut ist, wird er mich stunnen, ich kann ihn nicht lassoon. Visage, beide haben mitgedacht. Also gut gespielt von beiden. Es war quasi ein mentales Duell. Ja. Und beide zeigen, dass sie hier 100% Reaktion haben. Sehr, sehr gut. 20-11. Navi liegt wieder mal hinten. Wenn wir uns das goldtechnisch anschauen, dann hat Fnatic einen 4000 Gold Vorteil. Die Erfahrung kratzt gerade so an der 10.000er Marke. Also Fnatic in einer wunderschönen Position. Und ich meine, der Batrider, er hat den Blink, ist auf dem Weg zum Forstaff. Da ist eine Ulti vom Pack, einfach mal so. Und er wollte da auf Dandy. Ganz, ganz eigenartig. Also ich weiß gar nicht, was hat er... Okay, die haben Ward da oben, haben es gesehen und Honey wollte es einfach mal versuchen, jemanden zu catchen. Und jetzt kommt der Druck auf den Tier-1-Tower in der Mitte, weil so viel Fnatic auch gerade hier an Dominanz zeigt, der Tier-1 in der Mitte wurde immer noch nicht runtergepusht. Der steht auf 780. Die Frage ist, will oder sollte Navi versuchen, diesen Tower zu halten? Ich weiß nicht, ob es noch in ihrem Interesse ist, so einen Tower zu verteidigen. Es könnte ein bisschen gefährlich werden. Fnatic aber auch ein bisschen im defensiven Modus gerade. Was wichtig ist, was bei Fnatic gesagt werden muss, die haben momentan den Vorteil, das ist unabstreitbar. Das Wichtigste ist aber, falls sie irgendwie sich da mal wiederfinden, ein bisschen zu greedy zu werden, sie haben eine Hawk-Lasso-Kombo. Navi hat eine Hawk-Lasso-Kombo. Jeder falsche Schritt kann in der Lasso bestraft werden. Und dann helfen dir auch deine zwei großen Items nicht, wenn der Fight 4 und 5 quasi beginnt. Sie müssen höllisch aufpassen, wie sie ihre Routen rennen. Nicht zu spät wegrennen, sondern vielleicht einen Ticken zu früh, um immer diese Lassos nicht, um keine Angriffsfläche für Lasso zu bieten. Denn sie sehen, sie werden eigentlich 24-7 von einem Hawk gespottet, als wären sie bei Big Brother. Und jetzt unten gibt es den Jump auf Revost. Der Waterlock ist silent. Doppelwalk ist keine Option, mein Freund. Oh, ein Solo-Subshit daher. Was ein Burst! Sofort ummünzen in ein Tower-Kill. Papi wurde gerade gestunt von Spike Curfus, als er eine Wave rausgehauen hat. Solo Assumption kriegt den Last Hit. Fnatic macht ja alles richtig. 22-11, der zweite Tier 2 Tower wird hier down gehen.
Ey, das ist richtig, richtig schön von Fnatic. Also auch die Spike Carapace Usage, wow. Die Initiation auf Dandy, geklaut von Kuro, aber da ist Honey mit seiner Ulti. Der Stun von Kuro, er braucht den richtigen Winkel, er versucht seinen Teammates zu helfen, haut erstmal den Nuke raus, hält den Stun noch weiterhin fest, muss ihn jetzt defensiv gegen Aura benutzen. Fnatic ist da, Kuro überlebt, aber sie haben drei Helden verloren. Dandy geht ebenfalls down. Fnatic. Also ich bin beeindruckt. Ich bin echt beeindruckt und fühle mich ein bisschen schlecht dafür, dass ich wirklich sie so wenig von ihnen gehalten habe am Anfang und nicht mehr darüber nachgedacht habe, wie gut sie hier abschneiden können. Kuro geht down, Era macht das fantastisch, das ganze Team von Fnatic leistet grandiose Arbeit und Navi hat aktuell wirklich keine Schnitte. Ich hoffe, das wird nicht falsch verstanden, wenn ich das sage, aber ich kann mir vorstellen, dass Kuro da den Movement Speed von Nykes falsch eingeschätzt hat. Der hat Face Boots, Sanction, Yasha, Drums. Und dann ging er ganz, ganz schnell auf den Rubik, der da dachte, dass er immer noch sicher ist. Wir wollten vielleicht irgendwie anti-pushen oder so. Fataler Fehler. Jetzt geht's nämlich in die Basis rein. Beastmaster und Rubik sind immer noch tot. Der Tower ist in diesem Moment gefallen. Pack kriegt den Last Hit. Die Remnants machen weiter Schaden. Fanny geht da rein mit einem Blitz zu. Zieht den Arrow erstmal raus. Der möchte sein eigenes E loswerden. Von daher kommt ihm das relativ gelegen. Während Trevoss sich hinten an den Supporter vergreift. Vielleicht kann er nicht mehr großartig wegkommen. Das Dippogramm noch auf ihn. Purge gibt natürlich einen fetten Slow. Arrow ist aber wieder zurück. Der Boss im Haus quasi. Open Wounds gecastet auf Trevoss. Doppelwalk in 5 Sekunden, er ist ready. Der Revenant mit einem fantastischen Stand. Das will Arrow natürlich sehen, damit er seinen physischen Schaden rauskriegt. Währenddessen, nachdem der Phantom letzter Down gegangen ist, ist Fnatic noch nicht ermüdet. Denn da kommt jetzt erstmal Trixie mit seinem Weaver hier. Shukuchi aber geklaut. Ganz, ganz schnell von Guro. Guck dir das an, diese Reaktion. Aber die Rex sind entblößt. Sie haben sie alle rausgezont. Die Melee Rex geht down. Fnatic. Ganz, ganz riesig. Also, Revoz hat sein Bestes gegeben. Der geht sogar noch down dort. Er hat echt versucht, das so ein bisschen zu splitten. Aber Era mit diesem Movement Speed ist direkt nach dem Respawn schnurstracks geradeaus auf den PL zugerannt. Hatte die Drum Charge, hatte die Face Boots, den Yasha Buff. Und der war in Windeseile dort und war in der Lage, ihn mit der Hilfe von Flies, Micro und Honey und seinem Magical Burst zu töten. Also, die Jungs, die spielen fantastisches Dota. Kriegen die Rex Bottom und Navi. Es sieht aktuell tatsächlich nach einer 0-2 aus. Nyx Assassin Dagger, Honey Hex. Übrigens etwas, das muss ich einfach erwähnen. Guck dir die Weaver an. Sie hatten Radiance Hood Build und Vitality Booster. Wenn man International 1 verfolgt hat, das war der Build auf der Weaver, den man immer wieder gesehen hat. Manchmal ohne Boots. Man hat ihn einfach auf Hood Radiance Vitality Booster gespielt. Manchmal mit Boots, manchmal mit Threads von Shao 8 haben wir das gesehen. In diesem Fall Trixie. Er möchte International 1 feiern. Welcome to the International, möchte er damit sagen. Auf jeden Fall, also Fnatic gerade auf jeden Fall auf einem moralischen High. Für die Navi-Fans, ich weiß nicht, ob es irgendwie ein bisschen hilft, aber International 2, da hatte Navi auch einige Probleme in der Group Stage und dann, keine Ahnung, was passiert ist, aber irgendwie wurden sie nochmal ultra krass. Also Navi 0-2 ist schon fast Standard, aber man darf Fnatic nichts wegnehmen, das will ich damit sagen. Also die Jungs, die spielen genial und ich weiß nicht, ob Fnatic so das Team ist, wenn du wirklich wenn du Navi bist, ist Fnatic das Team, wo du dich wirklich viel mit befasst. Es ist echt alle 15 andere Teams, wo du echt viel Zeit investierst, weil warum wurden dann nicht Helden wie Nykes herausgebannt? Era spielt den Helden einfach zu gut. Nicht nur Era, genau das, dieses Drumherum um Nykes. Sie finden immer diese Nischen, in denen sie einen Nykes einbetten können. Sie geben ihm genau den richtigen Support, den er braucht. Er ist ein perfektes Mittelding zwischen Nykes of Utility, Nykes of Carry. Der ist kein Full Carry in diesem Game, der ist so ein Mittelding. Wenn er Full Carry wäre, würde er Threads kaufen, glaub mir. Und Weaver ist dann auch noch, der den anderen Part quasi wettmacht, damit der Nykes nicht alleine steht. Sheepstick of Honey, ganz wichtiges Item. Provost wird aber langsam fett, hat das hart fertig. Und das Diffuser Blade. Und ich meine, das war IG gegen wer war das? IG gegen LG International, dieses ganz lange Spiel. Und das war das Spiel, das die Phantom Lancer Keep of the Light Combination so berühmt gemacht hat, weil IG das Ding einfach geturtelt hat und am Ende noch herumgedreht hat. Und viele Leute fanden die Art und Weise, wie das Spiel gewonnen wurde, nicht allzu gut. Aber, oh meine Güte, dieser Initiate, Fnatic und Kuro, da ist das Mech von Puppy, ganz schnelle Reaktion. Dandy ist da drin, der Roar direkt rausgegangen, aber trotzdem gekottelt down, gefolgt von Kuro. Ich höre das Lasso, Honey wird gechased von Revorst. Wo ist Trixie? Mit dem Radiance macht einfach so viel Schaden, Dandy wird einfach verbrennt, versucht sich wegzuforstaffen. Drei Helden tot, jetzt wird Revorst hier einfach mal runtergeboxt, stirbt. Batrider rennt weg. Könnte vielleicht auch noch sterben. Era ist einfach ein bisschen zu schnell. Firefly ist vorbei. Forstaff auf den Highground und vier Helden tot von Navi. Das könnte vielleicht die Top-Break sein. Vielleicht sagen die jetzt, okay, wir wollen die Backdoor-Protection hier. Also das können sie eh nicht runterpushen. Die Frage war jetzt gerade, gehen sie jetzt top? Und sie sagen nein. Nee. Ist vielleicht sogar gar nicht so unklug, weil Navi ist noch nicht so hochgelevelt. Die werden alle relativ früh wieder da. Ich weiß es nicht. Ja. Also Fnatic,
Der hat alles richtig gemacht in diesem Fight. Der Nykes wurde zurückgezogen. Von Nykes hat man nach dem Infest, nach dieser Bombe, da ist dieser Chaos entstand und jeder von Navi erstmal gucken musste, wo stehen wir gerade, was müssen wir eigentlich machen. Hat Nykes schon die Hälfte weggemacht. Da kam der Bad Rider mit dem Dessous, leider viel zu spät. Nykes hat quasi seine Kontribution schon geleistet. Jetzt suchen sie nach Roche, suchen nach Ancients. Fnatic keine Sekunde gezögert. Nyx Assassin mit dem Dagger. Man sieht, wie gefährlich das Item ist. Und der Nykes war drin. Ist es nicht zu fassen, wie sie hier Navi vorführen? Machen alles richtig. 30 zu 13 für Fnatic. Und es müsste ein Wunder passieren, wenn hier Navi nochmal zurückkommt, denn Fnatic ist gut am Rollen. Ja, ganz, ganz, ganz sicher. Also auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob du sehen kannst, was ich auf dem Minimap male, aber dieser Weg hier von Fnatic wurde so oft, so effektiv durchgesetzt von denen. Es waren Smokes. Die haben einmal gesmoked, die sind kurz zurück zum Secret Shop. Zwei Stück haben sich abgekapselt, farmen die Lanes, drei Stück, das Gang Squad, smoken sich nochmal, gehen Bottom, holen sich Revolts, weil der damit auf gar keinen Fall gerechnet hat. Und jetzt gerade Bottom schon wieder, dieser Initiate vom Blinken Nix mit Nykes präsent inside. Also das war schon wunderschön gemacht von den 30 zu 13 jetzt der Killscore. 35 Minuten in diesem zweiten Spiel und es sieht immer noch zappenduster für Navi aus. Aber sie haben den Keeper of the Light. Das Licht ist immer noch am Leuchten. Revost mit dem Phantom Lancer. Der eine Held, den haben sie. Den Held, den sie brauchen, um eventuell dieses Spiel noch zu gewinnen. Und sie haben Kuro auf dem Rubik. Der Junge ist immer wieder für eine Überraschung gut. Und Honey blinkt sich weg. Fly ist da. Error sofort da für den Tank. Trixie ist ebenfalls da. Das ist das Lasso. Visage. Bad Rider stirbt sofort. Wie schnell ist er bitte gestorben? Revoss wird auch runtergefokust. Da ist das Coil. Fnatic einfach one level above und Game GG. Das war echt ungewohnt. Der Bad Rider blinkt sich rein und ist einfach tot. Mein Freund, weißt du, es gibt zwei Varianten gegen einen Bad Rider Lasso. Der erste ist, ihn zu stunnen oder zu disablen. Der andere ist, ihn zu töten. Er konnte sich nicht mal bewegen, so schnell war er tot. Dann die Dream Call auf drei Leute. Der Nykes hat sie alle weggemacht. Also, er war zu stark. Man sagt, also, es war schon richtig von Navi, da vielleicht nicht so da ein bisschen Druck zu machen und vielleicht mal so einen Roche-Fight zu gewinnen, denn sonst hätten sie nicht so viel gesehen von diesem Game. Aber Fnatic hat damit gerechnet, überall alles abgesichert, die Revenants machen alles richtig, multiple Stunts, unter anderem mit Dreamcall und Revenants. Nykes ist immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort, Impale treffen mehrere Leute. Also das muss man feiern, großen Applaus vielleicht hier in der Halle an Fnatic, die haben das großartig gespielt und wir freuen uns auf die weiteren Games von ihnen, denn mit denen ist auf jeden Fall in diesem International zu rechnen. Dazu habe ich nichts hinzuzufügen. Sehr gut gespielt von Fnatic. Das nächste Doppelspiel wird anfangen in wenigen Minuten, hoffe ich. Es wird IG gegen Rattlesnake sein. Bis dahin, meine Freunde, 2-0 für Fnatic. GG, wir sehen uns in wenigen Minuten.